Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht's nach Nürnberg und das heißt, wir müssen erstmal zum Hauptbahnhof. Nach Nürnberg nehmen wir einfach diesen ICE hier, zu dem es übrigens noch ein Review geben wird. Und wir steigen ein und fahren mal los. Erster Eintritt vom Nürnberger Hauptbahnhof. Sieht ziemlich sauber aus. Übrigens gibt es hier fahrerlose U-Bahn, also kann man vorne einfach rausschauen. Irgendwann wird es auch langsam Mittag und man bekommt dann natürlich Hunger. Und da haben wir uns ein schönes Schnitzel gegönnt. Kleiner Taste-Test. Schnell natürlich, weil wir sind sehr zivilisierte Menschen. Wow, that is delicious. Finally, some good fucking food. Nach einem sehr guten Schnitzel, kleiner Verdauungsspaziergang durch die Altstadt. Das erste, was wir hier sehen, weiß nicht, was es ist. Und dann gibt es auch noch diesen Turm. Er sieht auf jeden Fall sehr fresh aus. Dann dazu noch diese Kathedrale. Und wartet ab, diesen schönen Spot hier. Sieht sehr mittelalterlich, romantisch aus meiner Sicht. Noch eine Kirche, sehr viele Kirchen hier. Und dann, das sieht hier nicht steil aus, aber ich kann euch garantieren, es war sehr anstrengend, hier hochzulaufen. So, ich würde sagen, Nürnbergs Hauptattraktion, diese Burg, von der man eine wunderbare Aussicht über die wunderschöne Altstadt hat. Dann geht's auch wieder runter, denn wir müssen heute noch zurück nach Hamburg. Jupp. Und das letzte, was wir noch machen, ist. Nein, nicht das letzte. Das vorletzte, was wir machen, ist zum ehemaligen Reichsparteitag-Gelände zu fahren. Vielleicht habt ihr mal diese Bilder hier gesehen. Das ist nämlich hier in Nürnberg. Ja, leider gibt es hier nur einen Kirmes. Nein, nicht leider, aber einen tollen Stash kann man sich da hier holen. Und dann geht's auch wieder Richtung Innenstadt mit der Straßenbahn. Gegenüber vom Hauptbahnhof gibt es noch diese kleinen Gassen. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wenn hier nicht so viele Menschen wären. Und ja, wir müssen leider Nürnberg verlassen. War ein toller Besuch. Und dann geht's mit diesem ICE hier wieder zurück nach Hamburg, zu dem es übrigens auch schon ein Kaffee gibt, was ihr euch gerne jetzt einziehen könnt. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nur ein kurzes Video. Und ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Okay, genau so wie wir.